Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Poppyhausen 2. Wir sind hier an dieser Stelle stehen geblieben, hab gerade mal meinen Hinweis abgebaut und gehe jetzt mal in den Wald hinein, weil ich gerne wissen möchte, was sich denn hier drinne verbirgt und ob sich denn was drinne verbirgt, weil das wissen wir ja noch gar nicht, ne? Und ich sehe schon einen kleinen See, aber sonst auch nichts bis jetzt. Ja, man sieht einen See. So, am besten ist es immer bei solchen Wäldern, dass man sich einen hohen Punkt sucht. Guck mal, da sind zum Beispiel sogar Berge. Und hier habe ich zum Beispiel noch andere Bäume gesehen. Ja, aber das geht nur hoch, sonst nichts. Okay, was ist denn bei den Bergen? Genau, fall runter, Shiro, fall einfach runter. Wie war euer Tag, Leute? Meiner war mal wieder anstrengend. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf, am Wochenende zu arbeiten. Aber so ist das halt. Ich muss sagen, die Woche jetzt hatte ich echt Spaß bei der Arbeit. Weil ich habe jetzt, müsst ihr wissen, wir haben mehrere Filialen. Und jetzt bin ich diese Woche in einer anderen Filiale gewesen. Und da hat es auch wirklich Spaß gemacht. Es ist nicht so, dass meine andere Arbeit mir keinen Spaß machen würde. Nein, die macht mir auch mega viel Spaß. Aber ich habe halt gerne Abwechslung. Und jetzt bin ich am Wochenende wieder in meiner anderen Filiale. Und jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Und übernächste Woche darf ich wieder zurück in die andere Filiale. Und oh, es ist gerade einfach nur ein Hin und Her, weil Leute krank sind, weil Leute Urlaub haben und, und. Und das nervt einfach nur ein bisschen. Also ich finde zwar Abwechslung schön, aber die Gründe halt dafür ein bisschen kacke. Wenn es wenigstens nach Plan so wäre und man sich darauf verlassen könnte. Ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Es ist jetzt Freitag und ich weiß noch nicht, wie ich Montag arbeiten muss. Ja. Genauso, seriously. Ich weiß nur, wie ich Samstag, Sonntag arbeiten muss, weil ich muss arbeiten. Und ja, was nächste Woche ist, wann ich frei habe, keine Ahnung. Es kann sein, dass ich erst wieder irgendwie am Freitag frei habe. Und dann habe ich mal wieder irgendwie 9 Tage oder so am Stück durchgearbeitet. Und das kommt in letzter Zeit nicht mal selten vor. Ja. Und das schlaucht dann schon ganz schön. Man weiß halt gerne Bescheid, ne? Wisst ihr, Leute, wenn man darüber Bescheid wüsste, dann könnte man sich da wenigstens drauf einstellen. Aber nein. Das weiß ich im Moment einfach noch nicht. Oh, guck mal, hier kann man so runterspringen. So ein schönes Flüsschen ist mir hier lang gelaufen. Wird mir hier präsentiert. Und da vorne ist zum Beispiel Pilze. Ja, habe ich hier sonst noch was anderes? Hüpf. Immer schön auf die Bäume rauf. Denn auf den Bäumen ist es wunderschön. Nee, eine Wiese, Leute, eine Wiese. Ein Dorf, Leute, ein Dorf. Oh, ich habe dafür so ein Gespür, kann das sein? Oh, Entschuldigung, Leute. Ne, man muss einfach nur lang genug laufen, dann findet man immer ein Dorf. Auch wenn ich jetzt schon ein paar Dörfer gefunden habe. So, vielleicht als erstes möchte ich mir erstmal die Bücherregale schnappen. Das steht schon mal außer Frage. Denn die hätte ich echt gerne für mich. So, jetzt habe ich ein paar Bücher. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier sonst noch etwas? Sieht nämlich aus, als ob... Oh Gott, Bücher, Bücher, Bücher. Das ist ein kleines Dorf hier. Oh, eine Schmiede. Ja, ich weiß, dass ich gerade Bretter abgebaut habe. Müssen die drüber wegkommen. Hier ist auch nur so ein Haus. Hier ist auch nur so eins. Und hier... Also ich weiß ja nicht, was die Dörfer hier haben im Moment, ne? Aber das sieht einfach nicht richtig aus. Vor allem guckt euch mal das Feld daneben an. Hier. Eigentlich müsste durch das Block-Update. So. Jetzt schmilzt das wieder. Eigentlich müsste es jetzt durch das Block-Update, ja. So müsste es eigentlich von Anfang an gewesen sein. Versteht ihr? Das ist totaler Schwachsinn gewesen, dass das irgendwie gehalten hat. Ich weiß auch nicht, warum im Moment irgendwie die Dörfer, die ich finde, alle ein bisschen falsch sind. Liegt das daran, dass ich schon so weit weggelaufen bin? Nee, ne? Da dürfte das eigentlich nicht liegen, glaube ich. Guck mal, hier hinten gibt es sogar Kürbisse. Die brauchen wir ja nicht.
Und damit haben wir auch dieses Festland erfolgreich erkundet, Leute. Und damit machen wir uns auf die Suche nach dem nächsten. Wie weit sind wir eigentlich mittlerweile gelaufen? Die da. 14.000 Blöcke nur. Okay, das geht ja. Ja. Wir sind bereits 14.000 Blöcke gelaufen, Leute. 14.000. Das ist freaking viel. Oh, ja. Habe ich eigentlich Holz mit? Nee, nicht genug. Vielleicht das halt mal getestet mit dem Boot. Aber so nicht. Immer mal wieder gucken. Ob sich hier noch irgendwas auftut. Laufen wir mal nach links. Da könnte hier noch was kommen. Möchte ich ja nicht ausschließen. Na, kommt da was? Übrigens, für alle, die jetzt zugucken, es kann sein. Entschuldigung. Also es kann sein, dass ich am Sonntag einen Minecraft-Minispiel-Stream mache. Ich weiß es aber noch nicht zu 100%. Ich muss halt schauen, wie ich nächste Woche arbeiten muss. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat denn das damit zu tun? Naja, wenn ich jetzt tatsächlich erst Freitag frei habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich Sonntag den Nerv dazu habe zu streamen. Und ja, wie gesagt, das muss ich dann ein bisschen von meinem Arbeitsplan abhängig machen. Das erzähle ich aber morgen dann nochmal in einem Video genau, in einem Extra-Video. Kommt nochmal noch ein Ankündigungsvideo. Wenn ich streamen sollte, mache ich ein Extra-Video. So war das jetzt gemeint. Ne? Und sonst, wenn halt kein Video kommt, dann wisst ihr, dass ich nicht streame. So kann man sich das jetzt erstmal merken. Okay, hier ist eine kleine Insel, die für nichts Gutes. Oder was soll das hier sein? Mal wieder ein Sonnenblumenfeld oder was? Man hat hier noch nicht genug, oder wie? Seriously? Mehr ist hier nicht. Sonnenblumen, Lava und Meer. Oh Mann. Wow. Ach, da hinten geht es hinten weiter? Ist das hier wirklich Festland? Lauf nochmal dahin. Ich weiß, dass ich gerade praktisch zurücklaufe. Ist mir durchaus klar. Nee, es ist doch kein Festland. Ist einfach nur eine weitere kleine Insel, oder wie? Moment, mal eben hier. Ja, auch nur eine Insel. Okay, dann starte ich jetzt einfach mal von hier und gehe in die Richtung wieder zurück. Nee, warte mal eben. Ich probiere es mal aus, ob es mit dem Schiff schneller geht. Wenn ja, dann fahre ich lieber mit dem Schiff. Auch wenn wir jetzt schon so viel gelaufen sind. Und ich mich total ärgere, wenn es mit dem Schiff tatsächlich schneller geht. Aber es kann gut sein. Okay. Und ein Bötchen. Warte mal eben. So. So. Oh man, sollte das hier irgendwann mal jemand aus Zufall finden. Er fragt sich erstmal, was ist hier passiert? Ach ja, ich muss ja meine Eisläuferschuhe dafür runternehmen. Ich will meine Wasserläuferschuhe erstmal anziehen. Oh ja, das geht schneller. Es tut mir leid, Leute, dass ich bis jetzt so viel Zeit vergeudet habe. Ganz ehrlich, das geht doch schneller. Und wie das schneller geht. Okay, ich bin ein dummes Stück. Egal. Oh Gott, ich muss nur diese Lenkung erstmal wieder reinkriegen, ne? Das ist so eine komische Lenkung, finde ich. Ich verbot, ja, ich verbot, ich verbot. Wartet, Louis. Ich hab grad meinen Spaß. Hä? So. Jetzt aber.
schon sein, da muss ich doch eigentlich drauf zufahren und nicht so komisch weg. Denn das müsste die Seite sein, ja, da geht das hoch. Na 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 na. Tschüss, Insel! Die nächste Insel. Hui, ich finde das schön. Mit diesen Paddelbötchen. Nein. So ein bisschen das Land rechts im Auge behalten. Was da so auftaucht. Aber bis jetzt nichts Spannendes. Eine Wüste halt. Oh, guck mal, Leute, wir können absteigen. So. Wo ist mein Bötchen? Mein Bötchen, danke. Hau ab! Hau ab! Achso. Findest du wirklich, dass du das Recht hast, mich hier anzugreifen? Wirklich? Denkst du das? Hm? Ja, ja. Dann hol mich doch rein. Kriegst du eh nicht hin. Nicht im Wasser, nicht in meinem Element. Denn ich bin der Avatar. Nein. Oh Mann. Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt wieder ein Dorf finde, ne, was wieder so falsch aufgebaut ist, dann zweifle ich langsam an der Map. Dann stimmt irgendwas nicht damit, wie das regeneriert wird. Oh, meine fucking Fresse. War das Glück. Auch dieses... Diese Wand! Ich weiß, dass das alles random... random halt hergestellt wird. Aber das sieht so falsch... Warum hast du ein Eisenschwert? Droppst du das? Ich hab grad die Eisenspitzhacke von dem Kerl bekommen. Hm. Ist doch auch logisch, wenn man mit einem Eisenschwert rumläuft und dann getötet wird, dann droppt man natürlich eine Eisenspitzhacke. Ich meine, habt ihr denn nie in Biologie aufgepasst? Wo das euch beigebracht wurde? Wo es heißt, wenn ihr jemanden tötet mit einem Schwert, kriegt ihr eine Spitzhacke? Das ist eine essentielle Evolution, also ein essentieller Schritt in der Evolution. So, nur so konnten wir uns zu denen weiterarbeiten, der wir sind. Immer wenn wir jemanden getötet haben, haben wir eine Spitzhacke bekommen. Und bevor ich noch mehr Bullshit laber, lasse ich das Thema einfach fallen. Oh Mann. Nein, aber es ist tatsächlich normal, wenn man einen Zombie mit einem Eisenschwert in der Hand killt und dieses Eisenschwert nicht von einem Spieler stammt, sondern von dem Zombie halt, dann gibt es halt die Chance, eine Spitzhacke gedroppt zu bekommen. Und genau die haben wir halt bekommen. Weil wir halt Plünderung auf dem Schwert haben. Dementsprechend ist das ja nicht gerade unüblich, dass wir seltene Gegenstände bekommen. Ja, und schön schnelle Wasser bewegen. Das ist halt das Schöne an Wasserläufern. Du kannst dich echt schnell fortbewegen. Ich frage mich gerade, wie viele von euch wohl schon dachten, wann kommt ihr auf die Idee, sich endlich ein Boot zu craften? Heute, Leute. Heute. Heute kam ich auf die Idee. Oh ja. Kann ich nicht noch was finden? Irgendwas, womit keiner rechnet? Okay, ich habe schon mit dem Dorf nicht gerechnet gehabt, aber trotzdem. Irgendwas Erstaunliches. Wir müssten mal einen Dschungel finden, so einen richtigen Dschungel. Und da drin dann einen Dschungeltempel, das wäre cool. Aber das Glück habe ich irgendwie nicht. Warum nicht? Ich finde das unfair. Ja, Leute, ich finde es tatsächlich unfair. Dass ich keinen Dschungeltempel finde. Oder allgemein einen Dschungel. Aua. Hallo, Endermännchen. So, mal ein bisschen vollfressen. Ja, immer schön auf die Haltbarkeit der Sachen achten.
So. Nicht? Also man könnte meinen, dass ich so ein bisschen was am Rad habe, ne? So ein ganz kleines bisschen, so minimal, so ein bisschen. Aber nein, habe ich nicht wirklich. Nein. Ich bin ganz normal, so wie ihr auch. Oh ja. Ich bin einfach nur die kleine Shiro. Mehr nicht. Ah, ein Zombie! Hilfe, rette mich! Ich bin so schwach, ich habe nur einen Fisch, um mich zu verteidigen. Bitte, bitte, helf mir, Kuh. Bitte. Ah, Hilfe, sie sind hinter mir her, die Monster. Komm her, ich lege mich mit dir an. Los, du wirst jetzt gefüscht. Ja, du wirst gefüscht. Ja, ich töte dich mit meinem Fisch. Ja. Denn mehr hast du nicht verdient. Du hast nur diesen Fisch verdient. Los. Werd gefischt. Komm schon. Ja, du wurdest gefischt. Wuhui, wir sind so gut, Leute. Wir haben einen Zombie gefischt. Ja, das ist das Effektivste, was man überhaupt tun kann in Minecraft. Jemanden fischen. Denn ein Fisch sorgt dafür, dass er langsamer wird und dass er sich eklig fühlt. Weil ihr müsst das, stellt euch mal vor, jemand im echten Leben würde stehen euch die ganze Zeit mit einem Fisch hauen. Und dann würdet ihr auch irgendwann die Katze kriegen und euch denken, warum ihr so klebrig seid. Und mich? Mich? Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ja, wir fischen, Leute. Wir fischen. Wir fischen die ganzen Monster. Ihr seid alles Fischstäbchen, wenn ich mit euch fertig bin. Das war auch gekonnt. Los, kommt her zu mir und ich mache aus euch Fischstäbchen. Ja, und dann werde ich diese Fischstäbchen auch noch essen. Ja, wenn ich euch gegessen habe, dann. Wisst ihr, was ich dann mit euch mache? Dann werde ich einfach schlafen gehen. Oh ja. Ich bin gerade echt zu blöd, das hier hochzuspringen. Das ist schon peinlich. Schon fast ein bisschen peinlich, Leute. Ich glaube, wir können aber heute noch mehr fischen. Mano, habt ihr natürlich alle nochmal Glück gehabt, dass ihr nicht gefischt werdet. Und Leute, wir kommen tatsächlich langsam wieder in einen neuen Bereich. Ich bin so klein und ich bin so fein. Ich schmecke so gut. Das tut mir so gut. Ich frage mich gerade, wie viele wohl vor euch gerade vor dem Bildschirm sitzen und sich denken, was zum Henker. Ja, Leute, das passiert mit mir, wenn ich müde bin. Ich laber einfach nur Bullshit. Also, sonst, also bin ich immer müde, wenn ich aufnehme. So kann man das aussehen. Oh Mann. So, hoppala. Und hoppa Gundam Style. Wupp, 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 wupp. Hoppa Gundam Style. Wupp, 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 wupp. Nein. Hey, sexy lady. Whoop, 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 whoop. Hoppa Gundam Style. Glaub, wie alt das einfach schon ist, ne? Hier Einsatzling. Ich möchte gerne diesen Berg erklimmen, um zu sehen, was hier oben drauf ist. Oh mein Gott. Da ist Holz. Da ist Strand. Da ist Berg. Und wie es hier weitergeht, Leute. Was werden wir als nächstes entdecken? Ein fehlerhaftes Dorf? Endlich mal ein Dschungelbiom? Oder vielleicht etwas ganz anderes? Das und vieles mehr sehen wir erst in der nächsten Folge von Minecraft Poppyhausen 2. Seid also mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.